zweiter Rang heute. Ich kann mir vorstellen, Carlo, das war eine große Genugtuung, eine schöne, große Freude. Das erste Podest im Super-G Weltcup, das lässt sich feiern. Ja, sicher auch. Das ist gut, auch für meine Moral vor allem, dass es jetzt wieder geklappt hat. Nach den drei Pleiten in Val d'Isère, das wäre sicher ein wichtiger Erfolg für mich. Und ja, bin sicher sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Ja, die Fahrt sicher momentan war okay. Bis dort zu Chaslat, dort habe ich meine Torschlage, meine Brille etwas verschoben und dann ein bisschen Probleme gehabt mit der Sicht. Und dort ist mir auch die Ausfahrt nicht optimal gelungen. Und diese Stelle, dort wo viele gestürzt sind, dort habe ich ein bisschen mehr Sicherheit hier eingelegt, weil ich habe andere Ärmel noch zugeschaut und habe gesehen, dass er gestürzt ist. Und dann dachte ich, dort besser ein bisschen investieren und nicht zu viel riskieren. Ja, aber sicher nicht ganz einfach, nochmal das Ganze zu verarbeiten, aber ich wusste, ich muss irgendwann einen Schluss sehen, ich konnte nichts verändern. Von dem her, irgendwann habe ich das abgehakt und mich gut erholt zu Hause, war wichtig auch, ich denke, die Abfahrt auszulassen, die war gut für mich, weil ich so ein, zwei Tage mehr Pause hatte und ja, dann wieder top ausgeruht und top fit, wie ich dann zugestiegen und der Start hat mein Körper gegeben. Und darum sehr große Freude auch, dieses schöne Resultat. Ja, sicher, als Zeichen, dass wir richtig entschieden haben und dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, sicher der richtige ist.